So, Freunde, in diesem Video wird es eine Alternative zu dieser klassischen Terrabase M für mein Neoglass Air geben. Worum es geht, warum ich das mache, das schauen wir uns jetzt genauer an. Also, legen wir los. So, ihr Lieben, das hier ist also Xaxim gesprochen, Xaxim geschrieben. Das ist ein Produkt ursprünglich aus den Regenwäldern. Und zwar sind es ganz viele zusammengepresste kleine Wurzeln, so zwischen 1 und 4, 5, 6 mm breit. Das sind sogenannte Farne, die sich im Regenwald an anderen Bäumen hochwachsen und dann letztlich wie so eine Art Unkraut abgezupft oder geerntet werden und dann in diese verschiedenen Formen gepresst werden. Dieses Xaxim ist mir jetzt hier freundlicherweise vom Jörg von katabalis.de zu Testzwecken, ob es denn funktioniert, hier mal verfügbar gemacht worden. Das ist also ein Bruchteil von so einer Platte, die ihr dort nochmal kaufen könnt. Xaxim wird ursprünglich für oder hauptsächlich im Wesentlichen für die Terraristik verwendet. Und zwar begrünt ihr damit einfach irgendwelche Seiten oder Hintergrundscheiben von eurem Terrarium, insbesondere für Pfeilgiftfrösche habe ich gelesen. Sind diese Sachen hier sehr hoch im Kurs und vor allem das Tolle ist oder das Spannende hierbei, hier sind sehr viele Sporen und Samen schon mit enthalten. Das heißt, wenn das Ganze jetzt feucht, warm und mit Licht beschienen wird, dann werden hier früher oder später sehr viele grüne kleine Farne und sonstige Moose wahrscheinlich, ich weiß nicht, dann herauskommen sollen können. Und zusätzlich zu den Pflanzen, die jetzt hier noch von Aquasabi gekommen sind, dann noch einen wahrscheinlich recht abenteuerlichen Look hier generieren können. Ich habe ein Problem gehabt, nach dem Urlaub ist mir nämlich die Terrabase M komplett verschimmelt gewesen. Es war einfach zu feucht, es war zu viel Luftfeuchtigkeit, zu lange war die Scheibe dann auf dem Kubus drauf und es kam zu keiner Luftzirkulation. Demnach zufolge hatte ich mich schon länger entschieden, werde ich das Ganze neu machen. Und dann bin ich zufällig über dieses Xaxim hier bei Katabalis gestolpert quasi. Habe mit dem Jörg da mal Rücksprache gehalten und in Erfahrung gebracht, dass das eigentlich ganz gut dafür geeignet sein dürfte. Man muss es halt feucht halten. Demnach zufolge bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt einen Zimmerspringbrunnen hinten reinpacken werde, der das Ganze dann von unten hochgepumpt, irgendwie hier oben runterlaufen, dann permanent feucht halten soll. Einen Vernebler oder gar nichts. Das sind so die Möglichkeiten. Also gar nichts hieße dann, dass ich es dann halt täglich ein bisschen besprühen muss, was ich glaube ich nicht machen möchte. Vor allem dann haben wir die Kalkrückstände, weil ich kein Osmosewasser verwende. Das heißt, ich werde jetzt mal schauen, diese Platte, wie die denn in diese Neoglass Air hier hereinpasst. Wir haben jetzt hier zwei Teilstücke, das sind so Bruchstücke, die er mir hier zukommen lassen hat. Normal hat er, glaube ich, 50 cm mal 20 oder 25 cm und bis zu 3 cm dick. Und das sieht man, das ist schon ein ordentlicher Batzen hier. Man kann damit natürlich auch hervorragend Paludarium oder sonst was, überall wo ihr epiphytische Pflanzen halt einsetzen wollt, verwenden. Denn die Wurzeln von diesen Aufsitzern wie Farnen, Orchideen oder Bromelien oder was auch immer, die gehen halt hier richtig mit den Wurzeln in die Wurzeln von diesen Farnhölzern rein, in dieses Xaxim.
und verankern sich da halt. Und zusätzlich wachsen dann halt, ich werde noch ein paar Moose drauf machen und dann sollen eigentlich auch noch von sich ein paar Pflanzen Moose draus hervorkommen. Ich bin wirklich super gespannt und mega geflasht, was es hier jetzt gibt. Alternative zu der Terrabase. Wir werden sehen, das Tonprodukt bewässert natürlich von innen nach außen kontinuierlich. Hier haben wir keine Bewässerung, das heißt, da müssen wir jetzt mal schauen, wenn das Ganze jetzt in der Neoglas R drin ist, ob wir dem Ganzen mit dem Zimmerbrunnen noch nachverhelfen, mit dem Vernebler oder ob ich es dann halt täglich besprühen müsste, was die schlechteste und riskanteste Alternative wäre. Wir werden sehen. Bevor wir jetzt das Ganze hier in das Neoglas R geben, schauen wir jetzt aber mal, was von Aquasabi hier in dem Paket noch wartet. Also, let's go! Kleinste Pflanze, eine Bolbitis heteroclita difformis. Das ist ein kleiner, difform wirkender Farn. Er wächst sehr, sehr langsam. Ansonsten steht hier jetzt nicht sehr viel Wesentliches drauf. Wir haben jetzt hier wirklich einen sehr kleinbleibenden Farn, der sehr langsam wächst und so ein bisschen wie Petersilie aussieht, finde ich, oder? Was meint ihr? Riechen du da jetzt nicht, aber gut. Also dieser kleine Farn, sehr schön. Lassen wir ihn doch noch mal kurz hier drin. Was haben wir noch? Gar nicht so viel verschiedene. Also ich bin sehr einfach, nicht zu verspielt. Ich habe auch noch jede Menge Aufsitzerpflanzen in meinem Paludarium, wo ich noch ein bisschen was abernten und abzupfen werde. Und hier sind jetzt primär noch Moose drin, und zwar zwei verschiedene Varianten. Wir haben jetzt hier das Christmas Moos, Vesicularia Christmas Moos, und zwar die XL-Variante hier, die In-Vitro-Variante. Und das, oh, sieht so geil aus, ich liebe das. Es ist so schön. Also Christmas Moos ist mein Lieblingsmoos und ich habe es, glaube ich, in jedem Becken drin mittlerweile, oder? Ja, ich glaube es. Bis aufs im Iwagumi, in dem ehemaligen Darkstar habe ich es nicht drin. Also das Christmas Moos wird eine prägnante Rolle spielen. Und genauso wie es nämlich hier bei der Terrabase ist, da haben wir nämlich genau dieselben Moose, das Christmas Moos als auch das Taxifyllum Barbieri Java Moos. Auch hier die XL-Variante. Und auch hier schaut es euch an, das ist ein leuchtend strahlend grünes
Moos, also die beiden sind absolut meine Favorites. Es gibt so viele tolle Moose und alle sind sie wirklich unterschiedlich. Und die beiden haben jetzt hier an der Terra Base, die ich eingerichtet habe, die hier, die L, die besten Resultate für dieses ja, immerse Wachstum an so einer Tonsäule zumindest aufgezeigt. Die meine Frau auf der kleinen hier verwendet hatte, waren weniger gut. Deshalb würde ich es jetzt euch auch nicht nochmals empfehlen. So, hiervon haben wir jetzt ein paar weitere Töpfe. Wir haben noch einmal Christmas Moos. Wir haben zudem noch Micranthenum Tweedy Eye. Das ist das ehemalige Monte Carlo, Monte Carlo 3 oder wie man es jetzt nennt. Die Namensgebung hat sich da nochmal geändert. Wow, die sind richtig groß, die Blätter. Ich dachte, ich hatte so viel kleine in Erinnerung, beziehungsweise bei mir in einem anderen Becken hier vorne habe ich es nämlich drin. Das wird so ein bisschen den verspielten Look zwischen den Moosen und den Farnen und ein paar Busse Phalandrien kommen natürlich auch noch rein. Die werden da auf der Fläche wachsen sollen. Falls es wider Erwarten nicht klappen sollte, übrigens werde ich dann das Ganze auch wieder auf der Terra Base machen. Also keine besondere Abneigung jetzt der Terra Base gegenüber. Ich dachte nur dadurch bedingt, dass ich sie jetzt neu machen muss. Können wir es auch mal alternativ versuchen und dieses alternative Produkt hier, dieses Shashim einfach mal verwenden. Zwecks dessen, dass wir das dann darauf eigentlich auch mal bewachsen lassen könnten. Also ich bin gespannt, wenn es funktioniert, super, wenn es nicht. Ich bin jetzt nicht der Terra Base total voreingenommen und werde sie nicht mehr benutzen, nur weil es jetzt einmal verschimmelt war. Das lag nämlich nicht an der Terra Base, sondern an dem mangelnden Lüften während der Urlaubsabwesenheit. Und hier haben wir nochmal das Java-Moos und wir haben noch einmal Java-Moos und etwas Wasser haben wir auch noch dabei. Nochmal das Christmas-Moos. So. Der Vollständigkeit aber sei auch nochmal erwähnt, dass diese Pflanzen hier mir freundlicherweise von Aquasavi kostenfrei zur Verfügung gestellt worden sind. Ich habe also nichts für diese Pflanzentöpfe hier bezahlt. Herzlichen Dank an Aquasavi nochmal für das freundliche Supporten meiner Arbeit hier. So, ja, jetzt schauen wir mal, wie wir das Ganze hier vonstatten gehen lassen. Ich habe ein Pad, ein Pflanzpad, das habe ich schon seit Ewigkeiten. Ich habe es noch nie benutzt, heute ist es soweit, wir werden das mal benutzen. Und zwar schauen wir jetzt mal, was und wie wir denn hier überhaupt in die Terra Base reinbekommen. Erstmal die Glasscheibe ab, die Lampe ab. Und hier kommt sie schon, die Neoglas R. Das ist jetzt hier mit der 15er 30er Größe. Das ist, ich glaube, die drittgrößte, die es gibt. Die viertgrößte. Es gibt noch eine mit 35 cm, meine ich noch. Und dann gibt es eben die 20x20x35, genau. Dann ist das die größte von der 15er 15x15x30. Die Woodplate, glaube ich, heißt es, vom Mick A. Hier, sehr schön, meine tolle, immer noch duftende Holzunterschale für die Terra Base kann ich euch nur empfehlen. Auch bei dem neuen Jungle Style 30 Liter habe ich da die große drunter. Ich finde, es ein sehr schöner Abschluss, gerade wenn das Glas nicht auf einem klassischen Aquarienschrank steht, sondern zum Beispiel auf so einer Glasscheibe wie hier hinten oder hier auf so einem IKEA-Holzregal, dann ist es einfach ein schöner Kontrast nochmal zum Untergrund, dass das Glas nicht einfach so stumpf auf dem anderen draufsteht. Macht optisch wirklich was her, so eine Unterlegscheibe, sofern ihr das auch nutzen wollt. Schaut doch mal bei dem Kevin Tschech vorbei, bei Made in Germany Aquaristik MIG. So, jetzt schauen wir mal, was kriegen wir denn hier rein? Das hängt hier fest. Wir haben jetzt hier, also vielen Dank auch Jörg nochmal an dieser Stelle von Katabalief. Schaut doch mal vorbei, wenn ihr auch Interesse an solchen Sachen habt, denn nicht nur Blätter und Naturprodukte jeglicher Art hat er da im Angebot, sondern auch solche Sachen. Kriegt es auch im großen Stück bei ihm, ich glaube 50x20x3 cm für 39 Euro, das ist mal so eine ungefähre Ahnung habe, was es kostet. Ich habe die jetzt hier kostenfrei gesponsert bekommen, seine Bruchstücke, dafür vielen Dank nochmal. Und jetzt schauen wir mal, ob und wie ich das denn hier schaffe, dass wir die da reinbekommen.
neben Naturprodukten hat er dann halt eben auch dieses Shashim und das ist prädestiniert für solche Bepflanzung epiphytischer Pflanzen. So war zumindest meine Annahme. Und das wollen wir doch jetzt einfach mal schauen, wie das denn klappen könnte. Ich bin mir selbst nicht sicher, was und wie ich mache. Ich habe noch einen Ultraschallvernebler und noch eine Zimmerpumpe. Und ich habe noch keine Ahnung, wie ich es mache. Die Terrabase hat natürlich schön diesen runden Charakter. Der passt jetzt hier perfekt rein, diese runde Säule. Diese Platte weniger gut. Jetzt bin ich mal gespannt, wie machen wir es denn? Ein Bodengrund wird keiner reinkommen. Auch nicht nachträglich, kein Sand oder sowas. Sondern jetzt wollte ich mal gucken, kriegen wir das gebogen? Leicht gebogen? Oder doch erstmal das andere Stück? Oh Leute, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Wir werden sehen. So. Was wäre, wenn wir das hier hinten mal reindrücken würden? Wie sähe das aus? Wir können natürlich auch noch eine Wurzel reinmachen. Was haltet ihr davon? Noch eine Wurzel, Ultraschallvernebler und das Shashim nach hinten. Das wäre doch mega. Ich habe noch eine Wurzel oben. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen zu groß. Müssen wir mal gucken, ob wir da noch was absägen. So, das will nicht. Jetzt schauen wir mal hier. Ja, mit dem Biegen. Ich kann das ohne Probleme brechen. Ich will jetzt aber noch nicht zu voreilig etwas hiervon abbrechen. Sondern würde es jetzt erstmal gern am Stücke lassen. Mal reinpressen. Aha, jetzt haben wir hier so eine kleine Rundung. Das könnte natürlich auch cool aussehen. Ja, schaut doch mal her. So wird es doch gehen. So wäre es jetzt in die Ecke gepresst. Unten wäre nichts. Ist es jetzt gut, wenn unten nichts ist, oder soll man die noch unten reinpacken? Ich überlege gerade, ob wir damit jetzt quasi einen Bodengrund machen, dass sich das Moos dort auch ein bisschen festhalten kann. Die Frage ist nur, wie kriegen wir das Zeug dann nachher feucht? Den Ultraschallvernebler hinten rein, das war meine Überlegung. Das würde doch eigentlich gehen. Wenn wir das Ganze jetzt mal ein Stück nach vorne ziehen. Oh Gott, bitte lass mich das niemals reinigen müssen, wenn das nachher einmal bewachsen ist. Wir machen das Ganze jetzt mal ein Stück nach vorne. Ja, mega, das ist ja voll der 3D-Effekt, auch noch wenn das so gewellt und gewoben ist. Ich weiß auch nicht, ob das Ganze das Wasser nach oben ziehen wird, wenn dann Moos drauf sein wird. So in etwa die Überlegung. Ich würde sagen, so könnten wir es wagen. Mal schauen, wenn wir den jetzt noch da oben reinbekämen, das wäre natürlich super geil. Ja, nicht so hoch, aber so in der Art könnte es klappen. Ich bin mir nur nicht sicher, wie es mit der Bewässerung machen soll, Leute. Wie machen wir es mit der Bewässerung, wenn ich nämlich da die Zimmer... Nee, wir brauchen den Vernebler Ende aus. Punkt. Der Vernebler kommt da rein. Und ich hoffe mal, das klappt dann so, wie ich es mir vorstelle. Das können wir dann auch oben als Deckel noch drauflegen. Dann... wäre das mal eine Alternative, oder? Und unten noch was. So, und hier oben würden wir das Ganze mal jetzt... Ach. Ich habe heute extra auch eine dicke Schere dabei, die Küchenschere. Und dann schauen wir mal. Von der Höhe so in etwa. Mal etwas großzügiger. Dann ist nämlich dieses kleine Gefrümmel hier. Wie gesagt, das ist jetzt nur so ein Bruchstück, das er mir hier kostenfrei aus seinem Krümmelkistchen zur Verfügung gestellt hat. Normal habt ihr dann ein schön großes, stabileres Stück. So soll das zumindest sein. Und so in etwa. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen, wenn das jetzt noch von hinten mit dem Nebel gespeist wird, getränkt wird,
doch was, oder? Also ich finde, sieht schon mal sehr geil, sehr natürlich aus. Ich hole jetzt mal kurz den Vernebler, dann geht's weiter. In der Zwischenzeit, falls noch nicht geschehen, das Video liken, Kanal abonnieren und kommentieren. Falls ihr hier Spaß an sowas habt, dann freue ich mich, lasst es mich wissen, gebt mal einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da und kommentiert doch mal in den Kommentaren unten, schreibt doch mal in den Kommentaren unten, macht euch sowas auch Spaß, hier dieses Gebastel, Gefummel, mir macht's richtig Spaß, genau wie das DIY, Low Budget Paludarium, das sind so Sachen, wo man alternativ einfach auch mal sich so ein bisschen austoben kann, ein paar neue Sachen experimentell erfahren kann und dafür denke ich, bin ich ja jetzt hier auch mit meinem Kanal da. Freue mich hier über das Sponsoring, wie gesagt, nochmal das Shashim von Jörg von Cutterbalief, die Pflanzen von Aquasabien, insofern traue ich mich jetzt hier auch mal an Sachen ran, die ich zuvor noch nicht gemacht habe und freue mich, euch hier an meinen Erfahrungen und den Ergebnissen vor allem von dem Projekt dann natürlich auch teilhaben zu lassen. Ich hole mir jetzt den Vernebler, schau mal, dass ich den schon mal platziert bekäme, denn im Nachgang, wenn das Ding jetzt hier mal drin steht, dann will ich das nicht mehr machen müssen. Und zwischenzeitlich dürft ihr dem Video mal einen Daumen nach oben geben, ein Abo da lassen und nochmal in den Kommentaren kommentieren, wenn euch das Ganze hier gefällt. Also, bis gleich. So, jetzt hier haben wir auch schon unseren Ultraschallvernebler, den ich jetzt nur testweise mal hinten reinstellen wollte, um zu sehen, wie breit das Ganze nachher sein müsste. Da muss dann natürlich noch Wasser rein und dann sollte es hoffentlich dann auch funktionieren. Ich nehme mal an, dass da ein paar Krümel drin sind, dürfte nicht weiter stören. Ich bin nur gespannt, wie, ob und überhaupt ich das dann nochmal sauber kriege oder sauber machen müsste. Das ist noch so ein bisschen die Frage, denn hier hinten werde ich dann wahrscheinlich nie wieder drankommen. Ich würde das jetzt mal in eine Ecke hier platzieren. Ihr seht es hinten im Eck. Und das dann so ein bisschen asynchroner mal schauen, aufzubauen. Das heißt, in die eine Ecke würde ich es jetzt relativ pressrein stopfen, in diese. Und hier das Ganze mal draufpacken. Okay. So könnte es aussehen. Ich werde es jetzt noch nicht mit Wasser befüllen. Der Ultraschallvernebler funktioniert, das weiß ich. Ich würde jetzt als erstes mal schauen. Und hier unten, das können wir da auch noch reinpacken. Guck mal. Oh, mega. Sieht ja aus wie so ein kleines Terrarium hier. Wow, schick. Ganz anders. Neoglas eher so vielfältig. Man könnte jetzt auch noch eine Wurzel oder so. Das würde ich aber im Nachgang jetzt erstmal gucken. Eigentlich wollte ich keine Wurzel rein, weil die Fläche doch nicht so prädestiniert ist hier, um noch eine Wurzel von denen, die ich jetzt zumindest da habe, reinzupacken. Wir starten jetzt mal mit dem Bemoosen. Und zwar werde ich jetzt das Shashim, dieses Farnhölzer, das ist ja eigentlich nur Wurzelwerk zusammengepresst und getrocknet, zusammengepresst und mehr ist es nicht. Also auf diesen Wurzelhölzern, die hier relativ halbwegs gut miteinander verwoben und verquetscht worden sind, würde ich mal schauen, dass wir das Ganze jetzt mit Moos bepflanzen. Wir haben, wie gesagt, zwei verschiedene Moos, das Java und das Christmas Moos. Wir haben Micranthenum Tweedy Eye, das Monte Carlo ehemalige. Und das wächst nämlich auch vor allem sehr schön runter. Das kann man als Bodendecker perfekt nutzen. Das heißt, wäre vielleicht eine Überlegung, ob man das dann hier unten richtig macht. Das wäre super geil. Ich werde richtig, das Monte Carlo werden wir jetzt mal als Bodendecker unten etablieren. Das würden wir jetzt als erstes mal machen, auf der Matte hier unten. Und zwar würde ich das in so einer Art Lazy Dry Start, wie es Juris nennt, einfach mal zerschnipselt da drauf geben können oder einfach hier diese Stückchen mit der Pinzette so ein bisschen da reinquetschen. Aber im Endeffekt, das wird sich fangen, wird sich festwachsen. Und dann bin ich mal gespannt. Das Problem ist nur, der Wasserspiegel darf nicht zu hoch sein. Denn es wird logischerweise nicht gefiltert und es wird auch kein CO2 und kein Dünger da unten hinkommen. Und wenn es nicht gefiltert wird, ist es ein bisschen kritisch hier unten. Wir werden mal sehen, das ist ja wie so eine Art Bodengrund, nicht wirklich, sondern wie so eine Art, nicht Transferschicht, sondern wie heißt es denn, Drainageschicht, genau so, was das Wasser so ein bisschen ein- und aussaugt. Und da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie wir das hinkriegen, ob das ein langfristiger Erfolg wirkt oder ein totales Fiasko. Das werden wir nach so circa 2-3 Wochen in Erfahrung bringen. Also Monte Carlo wird auf jeden Fall hier unten auf dem Bodengrund kommen. Und dann werden
vereinzelt, vor allem im oberen Randbereich, denke ich mal, noch von dem Bolbitis deformis einige Ableger hier reinkommen an den Randbereich und in der Mitte unten und oben dann die Moose so ein bisschen versetzt. Die müssen nicht klar getrennt werden, nicht links, rechts, oben, unten, die werden so ein bisschen miteinander vermischt. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert, ob es funktioniert. Und na komm, wir wollen es doch eigentlich jetzt schon wissen. Funktioniert der Vernebler? Das will ich nämlich wissen. Ich habe keinen Bock, dass ich jetzt hier alles anfange. Und nachher funktioniert er nicht, aber ach, natürlich funktioniert der. Komm, das versuchen wir jetzt nicht. Machen wir gleich. Jetzt, Leute, geht's los. Ich packe mal mein Shashim erstmal hier drauf. Einmal. Ich habe ein bisschen Angst, dass er zerreißt oder bricht, aber er ist doch recht flexibel dafür, dass es eigentlich nur trockene, starre Hölzchen sind. Macht das echt einiges mit. So, das ist unser Bodengrund. Mit dem fangen wir jetzt auf jeden Fall mal an. Unser Bodengrund hier, da würde ich jetzt mal gucken mit unserem lichtgrünen Monte Carlo. Wirklich eine Pracht für die Augen, eine Augenweide. Zack, jetzt schauen wir mal. Wir haben hier noch ein bisschen Nährgel, das stört in der Regel eigentlich nicht. Ich werde es jetzt mal so grob abmachen, versuchen. Abwaschen werden wir es jetzt nicht brauchen. Das machen wir jetzt nur so. Ansonsten, es ist ja nur Nährgel, da passiert nichts, wenn das jetzt mit da reinkommt. Außer, dass ihr da noch ein bisschen Nährstoffe mitbekommt, schadet ja auch nicht. Und zu viel sollte es nur nicht sein, was halt optisch vor allem dann im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen ins Auge stechen würde. Das wird sehr üppig nachher wachsen und ich wollte auch noch etwas haben, was von oben runter wächst. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen was abzwacken. So ein Drittel, schon ein bisschen mehr als ein bisschen. Das sollte nämlich eigentlich sich hier auch schön ausbreiten mit der Zeit. Zumindest sollte es sich das können, wenn es denn zufrieden mit den Wachstumsbedingungen hier drin ist. Das wird sich dann zeigen. Normal kommt das natürlich in einen Soil-Bodengrund oder sonst irgendwas. Das kann ich jetzt hier nicht bieten. Insofern, ich bin wirklich gespannt, ob das Projekt hier was wird oder ob es ein totaler Reinfall wird. Am Shashim und den Pflanzen wird es definitiv nicht liegen. An der Neoglas eher auch nicht, am Vernebler auch nicht. Wenn, dann wird sich herausstellen, die Pflanzen sind dafür nicht konzipiert, dass sie ohne diesen, ja, es ist kein Bodengrund, ohne Bodengrund letztlich dann wachsen. Beim Monte Carlo bin ich mir ziemlich sicher, das kann nämlich auch auf Steine und Wurzeln so ein bisschen Aufsitzer ähnlicher, zumindest ohne Bodengrund schon ein bisschen wachsen. Und das tun wir jetzt mal rein. Das könnte durchaus sein, dass das das nämlich mitmacht. Jetzt schauen wir es mal an. Also sieht auf jeden Fall schon mal mega gut aus. Und den Rest heben wir jetzt mal auf, denn ich weiß noch nicht, wie viel ich für oben brauchen werde. Jetzt habe ich nur die Finger total verschmockt. Ich lasse es jetzt mal hier. So könnte man es sehen, ja. Hatten wir es denn so? Nee, so war es doch gar nicht, Mensch. So war es. Nach vorne, schön zu dem Aufkleber. So war es doch, genau. Okay, wir machen weiter mit dem nächsten Teil. Und zwar schauen wir jetzt mal, ob und wie. Ich werde mit dem Christmas-Moos anfangen unten. Ah, sieht super aus. Vielen Dank hier an Aquasabi für die tolle Qualität, wie immer. Das ist ein sehr schönes Moos. Von dem Christmas-Moos kriegt man eigentlich hier kaum genug. Wenn es mit Nährstoffen gut versorgt wird, dann ist klar, wird sich das mit der Zeit auch schön selbst noch ausbreiten. Aber ich wollte es am Anfang hier auch nicht alles zu spärlich. Das heißt, wir müssen mal gucken, wie wir jetzt hier mit dem Moos klarkommen. Ich kann es auch schwer abschätzen. Ich habe jetzt 3 Töpfe von jedem. Das reicht dicke und dreifach. Und ich wette, wir werden nicht alles verbrauchen müssen. Allerdings soll es auch schon relativ dicht bepflanzt werden. So, von der Menge seht ihr jetzt mal, das ist jetzt ein Topf von den Invitro XL Töpfen. Das sind so die größten Moosportionen, die man da jetzt kaufen kann. Ich habe Sekundenkleber. Ich wollte es nur, wenn möglich, vermeiden. Und jetzt müsste ich mal gucken, wenn man hier das Moos ein bisschen auseinanderzupft,
ob wir das da reingedrückt bekommen, beziehungsweise ob ich dann noch mit dem Moskotten, nicht mit dem T-Shirt Moskotten, mit dem Namen, wo ihr übrigens auch noch einen Gutschein von mir habt, falls noch nicht geschehen und ihr noch T-Shirts von Moskotten haben wollt, dann schaut doch mal bei Juris vorbei unter Moskotten. In der Videobeschreibung auch verlinkt, da gibt es noch einen Gutscheincode. Okay, Leute, schaut mal her. Hier, das werde ich wahrscheinlich mit dem Faden nochmal etwas fixieren. Ich drücke es jetzt mal einfach so ein bisschen hier rein. Ihr könnt es vielleicht erahnen, das sind ja sehr grobe, große Stellen teilweise zwischen den Geästen hier. Und da kann man das Moos eigentlich schön so ein bisschen runter und reindrücken, ohne dass man es zu sehr kaputt macht natürlich. Und jetzt schauen wir mal. Das war zu viel. Es war viel zu viel, die In-vitro-Töpfe, die so viel jetzt nicht. Nicht zu viel, zu viel, aber für die Menge da oben kommt noch der Deckel. Ist es dann doch kleiner, als ich dachte. Auf der Terrabase, da habt ihr nämlich das hatte ich total unterschätzt. Bei der Terrabase, da muss es ja einmal rundherum 360 Grad quasi von oben bis unten bepflanzen. Und da hätte oder würde das hier definitiv nicht reichen. Also da braucht man dann noch mal um Längen mehr. Oh, es riecht wie im feuchten Wald oder irgendwo so im Garten, so in einer schattigen Stelle. Richtig gut. So, und jetzt machen wir hier so ein paar Moospolster. Ja, ist jetzt doch ein bisschen hart der Cut hier. Aber das kriegen wir hin. Es wird sich naja sowieso ein bisschen überwuchern und verwachsen und verteilen. Da habe ich keine Sorge, dass es nachher auch gut aussieht. So. Das sind jetzt zwei In-vitro-Portionen, die jetzt hier auf zwei Drittel von der Gesamtmasse von dem Schaschim, welche ich jetzt hier mal für dieses Neoglas R nutze, von dem 15x15x30. Das heißt, das dürfen jetzt so 20, gute 20 cm sein, die ihr jetzt hier mit dem Moos bewachsen habt. Ich würde es, um ehrlich zu sein, vermeiden wollen, wenn möglich, dass man das jetzt noch klebt, sowieso nicht, aber mit dem Moskottenfaden. Ich glaube, das könnte so schon ganz gut halten, oder? Naja, teilweise mehr, teilweise weniger. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, bevor es nachher runterfällt, vielleicht doch noch nachher ein, zwei Umdrehungen von dem Moskotten, wobei da haben wir das Problem, dass es wieder gequetscht wird und dann gar nicht richtig halten dürfte. Das ist ein bisschen die Herausforderung, wie wir das jetzt hier machen. Auf jeden Fall, das Moos sieht super aus. Und da ist die Frage, festmachen oder einfach so ein bisschen nach oben? Ich glaube, ich versuche es einfach mal ohne festmachen. Ich meine, schlimmstenfalls muss ich nochmal rausmachen, würde es dann nochmal kleben, beziehungsweise dann nochmal komplett tapen, verknoten, binden müssen. Das werden wir dann sehen. Aber jetzt erstmal zu dem spannendsten, zu der spannendsten Pflanze, und zwar zu dem kleinen Bolbitis. Es ist meines Wissens der kleinste Farn. Ich hatte ihn schon ein paar Mal in diversen Aquarien, wo ich aber noch gar kein YouTube-Video gemacht habe. Auch hier von Aquasabi, von was ist denn das? Von Ecoscape ist jetzt die Marke. Wow, das ist ja mega dunkel. Schaut euch das mal an. Sieht ja düster aus, unser Nährgel hier. Normal ist es immer ein bisschen heller. So dunkel habe ich es noch nie gesehen. Wahrscheinlich eine andere Nährstoffkombination, Zusammensetzung. Das Zeug wächst so gut wie gar nicht. Also nicht, weil ich zu blöd dazu war. Alle anderen Pflanzen wuchsen wie blöde und auch der Java-Farn und andere langsam wachsendere Pflanzen wuchsen. Aber das Zeug wuchs recht gar nicht. Ich wasche das kurz mal ab und die Hände. Eine Sekunde. Wenn ich sage, dass das kaum wächst, dann ist das nicht negativ gemeint. Übrigens nicht falsch verstehen, dann heißt es nur, dass ihr das wisst. Oftmals und vor allem an manchen Stellen, bei manchen Aquascapes, ist es natürlich auch gerade gewünscht, dass die Pflanzen nicht oder nicht viel oder nicht zu stark wachsen. Dadurch bedingt, dass wir da einfach dann von der Optik natürlich dann ein bisschen kontrollierter das haben oder wie und was auch immer, so ein paar Highlights oder einfach kleine Auflockerungspflanzen, die dann hier und da einfach dann nicht zu arg und stark ins Auge fallen sollen, aber eben da sein sollen. Und dafür ist es doch ganz schön,
wenn man mal so eine Pflanze hat, die dann auch langsam nur wächst. Ich mache jetzt hier so ein paar vereinzelte Punkte. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt und ob sich das überhaupt hier entwickelt. Ich bin selbst so gespannt auf das Projekt. Alternativ können wir das hinten in ein Aquarium reingeben. Sieht auch geil aus. Das ist eine richtig bepflanzte grüne Rückwand für so ein Aquarium. Das wäre auch geil. So also für Mini-M hätte es ja hier schon fast gereicht, Mensch. Hätten wir auch noch. Ja, das ist ein definitiv geiles Thema nochmal für ein anderes Projekt. Die Shashim als begrünte Rückwand für ein Aquarium. Logisch, mit Moosen, mit Aufsitzer, mit Farn, Anubia, Bucephalandras. Und dann habt ihr hier euren, euren Back-to-Nature-Jungle-Style-Hintergrund. Mega. Und dann noch so ein schöner, boah, ich habe schon ein paar Ideen. Aber jetzt warten wir, jetzt probieren wir es erstmal, wie es hier wird, bevor ich hier schon ausarte. So, ein bisschen von dem Monte Carlo geben wir mal hier oben noch hin. Das kann dann nämlich schön da runterwachsen, so die Hoffnung. Gar nicht zu viel, denn das wird nachher wahrscheinlich relativ schnell, relativ lang. Aber hier und da so ein paar kleine, oh, eine Fliege, ein paar kleine Stücke. So sehe ich es jetzt mal aus. Und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze sich hier integrieren lässt und ob es vor allem noch hält. Da bin ich jetzt echt gespannt. Eigentlich wollte ich es nicht kleben, notfalls würden wir es noch kleben. Dann. Wow. Was meint ihr? Geht. Könnte gehen. Unten brauchen wir noch ein bisschen Abstand, sehe ich. Schieben wir so ein Stück vor. Kann der Vernebler hier ein bisschen besser arbeiten vielleicht. Das war zu viel. Also die Form ist jetzt nicht ideal. Das sind so circa knapp 20 cm Shashim. Und es wird flexibler und weicher. Das ist gerade was, womit ich jetzt noch gerade klarkommen muss. Das Shashim war eben deutlich starrer, steifer und langanhaltend sitzender. Jetzt mal schauen. Ich befürchte fast, wir müssen es doch noch mal mit einem Faden vom Moskotten fixieren, oder? Was meint ihr? Mensch, das sieht aus wie ein Terrarium. Mega geil. Und da jetzt noch so eine kleine Mini-Orchidee oder irgendwas dergleichen noch rein. Das wäre doch super stylisch. Ja, also von der Optik bin ich begeistert. Bis jetzt sieht es gut aus, finde ich. Jetzt werden wir den Abschluss machen und zwar hier oben. Wollte ich dann so diesen Deckel quasi förmlich drauf geben. So in der Art, nur dass es nur nach hinten bleibt. Es wird nicht einfach, das ist schon mal sicher. Aber dann wäre es ja auch langweilig, vor allem für euch. So, also wir wollen jetzt mal schauen, hier oben der Deckel, ob wir den noch da drauf bekommen. Ich weiß es nicht, oder wie wir ihn drauf bekommen, ich weiß es nicht. Vor allem wie rum. Ich glaube, das flache Ende nach oben, das andere nach unten. Und da würden wir jetzt nochmal einen Mix aus den beiden Moosen versuchen zu fixieren. Das ist ja so ein bisschen ein Problem hier, wenn man es nicht kleben möchte oder nicht binden möchte. Aber ich denke, es geht. Wir müssen ja nur mal gucken, wie es hält. Dass es jetzt geht, ist das eine. Und ob es hält und wie es hält, ist dann das andere. Ich werde jetzt hier oben mal mehr mit jenem Java-Moos noch gerade starten. Und das auch mal schön breit hier. Also das ist jetzt mal ein Topf von dem XL, aber es ist halt so üppig, wie man es niemals machen müsste. Man kann es auch viel feiner und einzelner starten, aber dann dauert es halt länger, bis die Fläche mal komplett zu ist. Und ich wollte natürlich, wenn möglich, hier schon einen relativ geschlossenen Look von Anfang an, sofern es denn nicht überhaupt hält, mal versuchen zu etablieren. Und da müssen wir jetzt mal schauen. Jetzt hier oben hätte ich jetzt
noch keinen fahren, aber wir werden dann nachher noch ein paar Busse verlandern. Und ja, Anubia ist mir hier zu groß. Mal schauen, eine kleine Busse Verlandre vielleicht noch da reinpacken. Und sonst auch erstmal diesen cleanen Look hier zum Start versuchen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Bin genauso gespannt wie ihr. Freue mich einfach hier so ein bisschen rumexperimentieren zu können. Und mal zu schauen, was rauskommt. So in etwa. Jetzt hätten wir hier noch ein bisschen von dem Monte Carlo Tweedy Eye. Lassen wir hier mal runter. Ja, schade, dass es keine ganz durchgängige Platte war, die ich jetzt hier bekommen habe. Aber wie gesagt, der Jörg hatte mir seine Bruchreste verfügbar gemacht. Das ist überhaupt kein Thema. Normal habt ihr da eine starre, zusammenhängende große Platte. Und jetzt müssen wir mal gucken, wenn das Ganze nicht klappen sollte und die nächsten Tage Probleme auftreten sollten, wovon ich jetzt eigentlich auch nicht ganz so stark ausgehe, dann hätte ich noch die Terabase und würde es dann schnell retten, versuchen zu retten, indem ich es dann natürlich nochmals an die Terabase, an das Tongefäß einfach mal dran packen würde. Und so sehe es jetzt aus. Ich bin mal gespannt. Bevor wir jetzt hier weitermachen, würde ich das Ganze jetzt mal fluten. Und, was heißt fluten? Mal den Vernebler anmachen. Ob es denn überhaupt funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Und hier die ganze Sauerei mal weg, Mann. Schaut euch dieses Zeugs mal an. Also, ihr Lieben, wir wollen jetzt mal schauen, ob und inwiefern das denn funktioniert mit dem Wasser, mit dem Vernebler. Ich hoffe mal, der funktioniert schon, wenn er relativ wenig Wasser hat. Aber nein, er wird nicht funktionieren. Er braucht mehr Wasser, das weiß ich. Sonst kann er nicht arbeiten. Der ist jetzt gerade so halb bedeckt. Gehen wir noch ein bisschen rein. So, jetzt mal schauen. Also mir steht das Ganze jetzt noch ein Stück weit zu sehr nach vorne. Eigentlich wollte ich es nochmal mehr reinpressen. Das Problem ist, es ist relativ flexibel jetzt geworden. Müssen wir mal, das wird sehr weich. Am Anfang war es starrer. Da hielt es besser. Jetzt wird der Schaschim sehr, sehr weich. Aber bevor wir jetzt weiter dran rumpulen oder ich uns nachher kaputt geht, schmeißen wir mal einen Vernebler an. Okay. Ihr seht, der Vernebler pumpt Wasser und Wasserdampf, Nebel jetzt nach oben. Ich beobachte jetzt gerade mal mit euch gemeinsam, ob und inwiefern dieses knappe, ja, halbe Zentimeterchen Wasserüberschwang über dem Vernebler jetzt hier ausreicht. Und bin wirklich gespannt, ob das Schaschim mitmacht oder ob das jetzt total in sich zerfällt, wenn es noch feuchter wird und vor allem dauerhaft feucht wird. Denn ich werde jetzt hier den Deckel nachher ja, zu 90% geschlossen drauflegen. Und dann mal gucken. So sieht das Ganze jetzt von vorne aus. Ihr seht, der Nebel kommt da an den Seiten vorbei. Und ich glaube, das könnte ganz gut klappen. Ich werde, bevor ich jetzt weitere Pflanzen heute draufgebe, das ist einfach mal einen Tag stehen lassen, um mal schauen, ob und inwiefern die Moose denn jetzt hier halten oder ob alles wieder runterfällt und dann müsste ich es nochmal komplett kleben oder nicht tapen, sondern binden. Aber ich frage mich gerade, warum sollte es? Hier unten ist mir jetzt ein bisschen zu wenig Schaschim, da müsste es eigentlich etwas höher sein, dass es Monte Carlo, Tweedy Eye dann etwas weniger tief im Wasser steht. Ich hätte jetzt gerne nur die Wurzeln, nicht die kompletten Blätter, die jetzt hier schon, wie ihr es erahnen könnt, unter Wasser sind. Nur ich muss so viel Wasser nehmen, ansonsten ist der Vernebler nämlich zu gering mit Wasser bedeckt. Das ist so ein bisschen der Kompromiss. Eigentlich hätte die unterste Schicht hier noch ein Stück höher sein dürfen. Wir warten jetzt mal ab,
wie und ob das Ganze hier funktioniert. Also der Vernebler funktioniert, das ist schon mal die Hauptsache. Alternativ, wenn das Ganze jetzt nicht gut klappen sollte, wäre auch noch eine Möglichkeit, mit dem alten Zimmerbrunnen, den ich habe, hier hinten reinzupacken, der zuvor beim Low-Budget-Paludarium, Do-It-Yourself-Paludarium war, den hier rein. Nach oben ein Rohr und dann irgendwie eine kleine, aber wirklich kleine, und das ist hier das Problem mit dem Ding, es muss wirklich klein sein, kleines Rohr mit Löchern, dieser Filterauslass, wo das Wasser dann rauskommt, um das dann von oben zu berieseln, ähnlich wie ich es ja mit meinem Paludarium gemacht habe. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie und ob es funktioniert. Wir werden es auf jeden Fall herausfinden. Die Optik, denke ich, könnte durchaus interessant werden, wenn das nämlich jetzt sich mal festigt und ich dann nämlich anfange, jetzt mal ein paar schöne, richtig dann die Busse Verlandra Kedergang zum Beispiel. Aber was ich ohnehin schon länger vorhabe, mal irgendwas Schönes von Ben's Jungle hier kommen zu lassen. So einen kleinen Eyecatcher, nichts Großes, so eine pink-rot, hell leuchtende, etwas giftig wirkende Pflanze vielleicht noch reinpacken, die so zwischen dem Emersen- und Submersen-Bereich sich wohlfühlen dürfte. Das wäre ganz cool. Der Vernebler ist gerade ausgegangen. Also es ist zu wenig Wasser. Na, jetzt kommt es wieder. Er braucht einfach eine gewisse... Er braucht einfach mehr Wasser. Und das Shashim nimmt jetzt hier jede Menge Wasser wahrscheinlich erstmal auf. Das heißt, ich werde das Ganze jetzt mal beobachten und zeige euch nachher nochmal, wie es sich dann jetzt hier entwickelt hat oder gesetzt hat nach ein paar Stunden. Und fürs Erste würde ich sagen, Experiment geglückt. Shashim ist durchaus in der Lage, hier für diese Modellierarbeiten, für ein Paludarium, für ein immersen Teil eines Aquariums oder für so eine, ja, Neoglas Air, wo ihr irgendwas bastelt und jetzt natürlich noch einen Stein und eine Wurzel schön reinpacken könntet, die natürlich auch noch schön bepflanzen könntet, ist es auf jeden Fall geeignet. Es ist definitiv im feuchten Zustand sehr flexibel. Im trockenen Zustand hat man Angst, dass es gleich bricht und dann verkantet es hier drin. Zumindest bei mir jetzt war es besser. Ich bin gespannt, wie es vor allem dann morgen früh aussieht, wenn es jetzt mal eine Nacht durchziehen konnte und die Eigenschaften sich dann vielleicht doch nochmal verändert haben und vor allem, ob das Moos hält, denn das wäre natürlich super. Ansonsten mit dem Binden habe ich nämlich keine Chance im Nachgang mal überlegt. Wir haben ja keine gerade oder eine gebogene Fläche, sondern eine gewölbte, und da rum zu binden ergibt gar keinen Sinn. Da würden nur maximal die äußersten Seiten natürlich dann nachher noch dann drin bleiben. Von oben nach unten habe ich auch das Problem, weil hier da oben der aufgesetzte Teil ist. Das wird auch nicht so ganz so toll funktionieren. Ideal wäre es jetzt, wenn es so funktioniert. Ansonsten müsste ich nochmal mit der Pinzette ein bisschen nachdrücken oder gar dann wirklich, was ich vermeiden wollte, nochmal ein bisschen kleben. Wenn das jetzt funktioniert, werden die Tage auf jeden Fall noch weitere Busse Verlandrin reinkommen als Eyecatcher. Nur bevor ich die jetzt auch noch reinpresse, schauen wir mal, ob sich das jetzt hier hält oder ob es noch weiter fixiert werden muss. Und ich könnte mir vorstellen, wenn das klappt, dann werde ich damit auch auf jeden Fall nochmal einen Teil vom Aquarium ausstatten. Vielleicht mal hinten eine Ecke von einem oder wirklich eine komplette Rückwand wie beim Low-Budget Do-It-Yourself Paludarium von unten bis aus der Wasseroberfläche raus und das dann mit diesem, mit diesem Lochrohr Zubringer Auslauf vom Filter dann halt berieseln lassen, und das sollte deutlich schöner und ästhetischer und besser bepflanzbar sein als jegliche Filterschwamm-Thematik, die ich da ja versucht habe, wo das Wasser sich auch nicht hochzieht. Hier könnte es sein, dass das Wasser sich auch noch ein bisschen hochzieht. Wir werden sehen. Falls nicht geschehen, Video liken, Kanal abonnieren, Glocke einschalten, damit ihr auch keine weiteren Videos mehr verpasst, und dem Video noch einen Kommentar da lassen. Wie hat es euch gefallen? Macht euch solch ein Projekt hier auch Spaß? Sollen wir häufiger solche Sachen, gerade Richtung Paludarium, mal ein paar Experimente machen? Oder gefällt es euch weniger? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich jetzt auf euch. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, bleibt gesund. Euer Eike. Ciao.